tanning is the making and dyeing of leather. This energy-intensive process usually generates large quantities of contaminated wastewater. Saigon Tantech is a modern tanning factory in the south of Vietnam. The enterprise decided to build a sustainable facility that would be state-of-the-art for many years to come and called it Project 2030. Under the leadership of its German founder, Thomas Schneider, Tantech operates tanneries in China and Vietnam, producing high-quality leather for the shoemaking and automotive industries. Integrated energy and environmental management, as well as innovative technology, have been key factors in setting up its new production plant. The Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, DEG, supports innovative enterprises in developing and emerging market countries. In this case, it drew on its funds for complementary measures to finance a constructed wetland to treat the wastewater at Saigon Tantech. In the wetland system, the plants are used as a habitat by microorganisms which break down the chemicals in the wastewater biologically. Wir können dann einmal im Monat diese Pflanzen ernten, wir können das Gras schneiden, wir können es trocknen oder wir können es direkt in Biogas umdrehen. Was wir erreicht haben, ist eine Pflanzenkläranlage, eine Anlage, die nicht nur Energie einspart, sondern sogar noch Energie kreiert. Die DEG hat das Projekt zu 50% finanziert. Sie hat uns auch unterstützt im Implementieren von gewissen Sachen, wie zum Beispiel auch hier das sogenannte Monitoring-System, an dem jede Maschine dann eventuell am Internet dranhängt und Daten ausspuckt über Energieverbrauch, Effizienz und so weiter. The primary strategy, however, is to avoid producing wastewater and using excess energy. For example, a bamboo wall functions as an air conditioning and ventilation system. The processed wastewater from the wetlands reduces the use of water during production. Dass wir einen Produktionsablauf haben, der nicht in die Horizontale geht, wo man viel mit dem Gabelstapler rumfährt, sondern in die Vertikale, das heißt Hochregale. Das heißt, Produktionswasser, die Abwässer dort zu nehmen und auf einem anderen Platz wieder einzusetzen. Es ist ein sehr heißes und sehr nasses Land. Wir haben Sonneneinstrahlung, die zum Teil, wo die Sonne genau über uns steht. Wir haben das Dach der Firma reflektierend gemacht, um damit auch die Hitzeeinstrahlung zu reduzieren. Wir haben Flachdächer mit Begrünung gemacht, um eben auch dann Isolation zu haben in dem Dach. Es ist auch ein feuchtes Land, deswegen können wir eine Regenwasserrückgewinnungsanlage benutzen. Die steht hinter uns, wo auch noch innovativ das Wasser mit einer Windmühle zurückgepumpt wird. Main production takes place in a single large hall, which makes it easier to control the processes. A computerized monitoring system registers the energy requirements of each machine in the production flow. Energy from renewable sources is an important topic at Tantech. Wir haben Solaranlage installiert, wir haben Pflanzenkläranlage installiert. Das sind also alles auf kostengünstige Energien gesetzt oder renewable energies. Wir zeigen mit unserem Beispiel, dass Umweltschutz eigentlich ein Profit Center ist und kein Kostenfaktor ist. To produce one square meter of leather, Saigon Tantech requires just 50% of the energy commonly used in the industry. In addition, it's saving around 2,700 tons of CO2 a year. Tantech's modern practices form the basis for the sustainable light leather label, which is now increasingly in demand among leading sports shoe manufacturers. DEG's main goal is to promote sustainable economic development in developing and emerging market countries. The cooperation with Tantech shows that investing in innovative production processes contributes to protecting the environment and can set new standards for an entire industry, while also giving the enterprise a competitive advantage. Tantech has benefited from its financial partnership with DEG, which supported the enterprise in redesigning its production facility. Today,
Tantec is a true inspiration for the tanning industry in Asia and beyond.